Gundach. Gundach. So. Damit es jetzt auch wirklich die ganze Welt und nicht bloß die Welt vom Tom erfährt, muss ich das jetzt kurz aufstehen und teilen. So. Also bei uns ist schon Wochenende. Niemand bei mir noch nicht. Aha, soll ich das jetzt noch nicht da? Muss ja auf meine Seite gehen. Ja, bin ich. Da war's. Muss ich nochmal zurück? Achso, dann. Ah oh, ja. So. So, liebe Leute. So. Das kommt da gleich auf meine Seite, ne? Hab heute Besuch. Ja, aber da brauchen wir noch ein bisschen, ne? So, jetzt haben wir's. Ja, ja. Aber bloß gerade laufen. Das eigentlich. Lebt alles so. Fantastisch. Ja. Ja. So. So, da sind wir. Wir hören die Musik von einer völlig unbedeutenden Gruppe aus Kalifornien. Aus San Francisco. Der Name wird natürlich nicht verraten, damit wir nicht wieder rausfliegen wegen der scheiß GEMA-Gebühr. Ja, ja, ja. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, zum Beispiel wer Beavis und Butthead ist, für die Jüngeren unter euch. Sieht mal doch, das ist der Blonde. Wer war der Blonde? Der Beavis. Ja, einer Blond, ja stimmt, genau. Beavis, oh Ingrid, das ist ja die Ingrid. Das ist die Schwester von der Doris, wir sagen mal Hallo. Hallo Ingrid, mit deiner Schwester habe ich heute Morgen schon telefoniert. Ja, wir sind ja immer in Kontakt. Ich habe die Doris aus Versehen unter Flotter gespeichert jetzt, Doris. Hat du hast mit der telefoniert? Ja, ja, die will doch mit uns, darf ich das hier sagen? Ja, die telefoniert doch gar nicht so gern. Oh, hallo. Ja, die, also ich habe sie, nee, wie war das? Nee, wir haben so WhatsApp gehabt und die will unbedingt zur nächsten Demo mitkommen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, kein Problem. Hat sie noch stolz erzählt, dass sie früher in Wackersdorf war und so. Ja, aber hier war man das jetzt. Nee, keine Politik und kein Glaube. Ja, Metal. Ich meine, Glaube können wir schon schwitzen, ne? Kein Problem. Der Monomar, ja, der ist da. Im Sandhausen, im Sandhausen, im göttlichen Sandhausen. Bist du eigentlich, wo bist du eigentlich, geboren? In Eppelheim. Da hast du das Dunkel der Welt erblickt. Ja, ja. Ja, Refrain. Also nochmal super, Klasse, Führerscheinklasse 2. Besser kommt's gar nicht. Vielleicht engagiert, hat er heute gekriegt, hat er ganz schön. Ah, so, okay. Okay. Ja, vielleicht passt es auch mit dem Ding. Ich könnte auch noch einen Roadie gebrauchen, also einen Fahrer. Das kann man dann vielleicht ein bisschen undogmatischer lösen. Da kann ich auch die rote Fahne hinten ranhängen. Wir sagen einfach, weil der Marshall so lang ist, dass er nicht ganz reinpasst. Ja, ja. Also, wir machen heute halt schön für euch, ne, extra. Oh, also, wenn es Missverständnisse gibt und morgen heißt es Sören Seufzt wieder. Und das ist mein Getränk. I believe in alcohol free. Das ist mein Getränk, Jerry Coke. Ne? If you. Ohne Timo, ja. If you, ja, die Kurpfälzer Antwort auf Beavis and Butthead ist halt auch. Ne? If you drink alcohol, you are alcoholic. If you drink Fanta, you are fantastic. So sieht's aus. Und was ist, wenn man Jerry Coke trinkt? Then you are Jerry Coke kick. You are Poke. Broke. Poke. Poke, okay. Wieso Poke? Pokémon. Ne, gibt's das auch Poke? Then you are Poke. Aha, ah, das ist ja was gelernt. Ausrasten oder so ist es gerade Poke. Ja, was der ja als Klassiker rumfliegen hat. Kennst du das oder was? Das ist eine Nazi-Band, das ist eine geile Schrift. Nein, gibt's doch wieder. Sag, kapierst du, was bringt das eigentlich, wenn zwei Margen übereinander stehen? Haben wir nicht verstanden. Ist es nur Gepause? Das ist nur Gepause. Ah, ja, siehst du. Bei Judas Priest haben sie so Marshall-Wand gehabt. Ja. Und die waren aber leer. Es waren nur Gehäuse. Echt, Nur damit es so aussieht. Ja. Ja. Oder Mensch, meine Wahl, aber du zigtausend Marsch auf der Bühne stehen, das ist alles der Verarsche. Hintergründe in das Musikfachgeschäft. Kann ich mal den Mut sagen? Ja, nimm das Rennen. So. Rechnung kommt im Ende vom Jahr, ne? War alles in der Zeit, machen wir mal Rechnung. Ja. Ja, ich will ja Metallica-T-Shirt. Na ja, warum nicht? Ich hab ja so wenig. Also stell mal eine Frage, so wie geht's euch und so, ne? Genau. Alles klar. Der Mann immer. Wir versuchen vielleicht, dass er nebenbei noch so ein paar Musikwünsche, aber zu erfüllen, ne? Je nachdem. Ich glaube, wenn wir so summen, ist es, glaube ich, erlaubt.
Nein, vielleicht schon eine Karritze, nicht? Man muss es ja nicht da ins Bildschirm hängen. Ne? Ja, genau. Was Facebook nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ne? Da vorhin schon wieder skeptisch, was habe ich denn vorhin gepostet? Da war dann irgendwas, da habe ich ja gedacht, jetzt gibt es wieder Stress mit der GEMA. Aber. Wieso hast du in der Badewanne Blues gesungen oder was? Nee, das in der Badewanne ging alles durch anscheinend. Da habe ich Schiss gehabt wegen Pornografie, ob es da Ärger gibt. Da meine, dieser Augenschein, wie sagt man, Augenschmaus aus Karlsruhe da, du weißt, wenn ich meine. Nee, also ach, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, die hat dann gemeint, steh bloß nicht auf. Aber da habe ich beniebelast, wo ich nicht nach hinten bin, mit die Haare eingetunkt habe, da habe ich darauf geachtet, dass mein sinnliches Knie mein Gemächt bedeckt. Damit nicht. Wir sind doch halt morgen Freeman, ne? Nee, heute Freeman. Ich hab heute Freeman. Ne? Aber der ist morgen Freeman, aber ja. Ich muss mal wieder schaffen, aber nichts morgen Freeman. Müssen wir gucken, ich muss nachher noch den Opa aus Neckarhausen anrufen, ob der mich braucht. Hallo Christian, ja, hallo. Ich soll nicht sagen, wenn ich vernünftige Leute kenne, ne? Hallo, dann kennst du schon Christian, der Nachbar vom Kette. Oh, ja. Der war der Ramondo, bei Party, da. Hallo. Oder Christian, den Sören kennst du noch, oder? So schön ostendisch, genau, Jeffrey. Jetzt hast du es kapiert. Ja. Sagt man das auch im Schwabenländle ostendisch, ne, oder? Aber das ist aber schön ostendisch. Schön ostendisch. Korrigier das bitte. Und mit Ä, nicht mit E. Ostendisch. Heißt doch landfähig, ne? Wir sind auch Kurpfänder schon immer. Gibt's nicht Eierwisse. Du heißt dann Schäbrav sei. Ostendisch. Schäbrav sei. Schäbrav. Schäbrav, genau. Ja. Schäbrav sei. Das Geilste, was ich mal von einem Schwab gehört habe, war, da war ich mal auf der Rückfahrt vom Freakstock im Bus gewesen, dann hat einer von uns eine Dose Erdnüsse gefunden und dann haben wir den Beifahrer gefragt, ob wir die essen dürfen und dann hat der den Fahrer gefragt, die Erdnüsseln, FCS jetzt der Fritz. Das war die Erdnüsseln, FCS. Bei denen wird alles verniedlicht. Atombömble, Amokläufle, ja. Wildweltkriegle. Der wird grad, wow. Weltunergängle. Man zeigt wohl mal hier, das läuft gerade. Aber mach es nicht zu laut, ich kriege mal wieder Probleme. Ja. Wir dürfen ja, die Plattenkritiken dürfen wir ja machen. Das ist Elvis rechts. Hallo. Metallica ist rechts? Ah ja, stimmt, ja. Stimmt, der Hatfield, der ist auch, ja, der ist auch Patriot. Ja. So ein ostendischer Christ mittlerweile. Den haben wir noch geprüft. Alle Alkoholiker werden irgendwann Christen. Ja. Und so sieht es aus, was er jetzt gerade singt. Kinder singen, ne? Oder ich bin jetzt gerade. Das Kinder singen. Kinder singen, genau. Kinder singen. Wenn Emma, I'm in Rome. Ruhm oder was? Ne? Whenever I'm in Rome, das haben sie, glaube ich, auf ihrer Italien-Tournee geschrieben. Whenever I'm in Rome. Whenever I'm in Rome, ja, cool. Aber sind immer lustige Strophen, ne? Das ist aber Adrio Slay and Tano Vorgruppe. Da ist das so alkoholfrei, das braucht schon nur Scheiße, dass wieder klar kommen, schön, gell? Jetzt hast du die Chance, jetzt ist nicht viel passiert. Also mir tut's gut. Und bringst schon eins. Ich glaube so. Ja. Wir genug da. Ah. Also machen wir und so Salzbrezeln oder was kannst du auch noch essen, ne? Ja, zwischen Salz, Gebäck und Bier. Ich habe so eine Fresse kurz machen. Ich weiß. When you cry King Nelson. Ach ja. Ja, das ist. Das heißt eigentlich, dass. Ja, Kind. Musst du hören vorher, kennst du besser alles so mit den Texten und so. Das aber ist ja, dass keiner der King ist, ne? Dass keiner der King ist. So, ne? So habe ich es auch interpretiert, ja. Dass keiner der King ist. Außer einer, klar. Wir verschonen euch.
Wobei ich zugeben muss, dass ich mich mehr mit den Texten von den Liedern von Metallica befasst habe, die ich gut finde. Zu denen dieses Klangbeispiel leider Gottes nicht gehört. Ja, ein richtig kritischer Metallica-Fan. Jetzt so wie der Tom, der sogar bei Coverbands sagt, boah, geiles Solo. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also bei Coverbands, da bin ich weniger kritisch. Aber so bei den Originals, also es gibt auch Slayer-Lieder, die ich total lächerlich finde. Blood Red zum Beispiel, finde ich total langweilig. Und so, aber King Nothing ist zum Beispiel eine Nummer. Jetzt das ist mal witzig, diese wow. Aber so, da würde ich sagen, das da war. Aber Sweet Joy ist cool. Genau, echt? Kenn ich gar nicht. Ah, du wieder. Das von der Platte finde ich das Ding ganz cool, das Video. Wie ist es nochmal? Hier das, auf der Platte. Genau, ja, wo so als Cowboys und so. Das ist geil. Ah, ja, das ist klar, nein. Ja, ja. Dass er dann zum Schluss versucht, dass ich dann umzubringen, ja, der Typ war, genau. Keiner hochkriegt dort, ne? Jeffrey, sag doch mal, was dein Lieblings-Metallica-Lied ist. Aber, also außer Nothing Else Matters and the Sandman. Ja. Oh, Stefan, hallo. Nochmal Reitmusik, Quatsch, ne? Also nichts Fußball. Da kennen wir uns jetzt so gut aus, ne? Nee. Aber kennt trotzdem, ja. Hat Mittagsplausch, ne? Ja, wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Nee. Kein Plan, okay. Ah ja, kein Plan. Das war eins von den ersten Alben. Das wie ist es denn? Randaplan? Randaplan in hell! Randaplan, I see you in hell! Das ist so geil. Leck mal. Ich höre minimal. Ja, ja. Minimal, das war früher so ein Laden, da ist da jetzt ja, ja. Weg, gell? Haben die eine eigene Hausband mittlerweile? Das kann sein, ja. Und hier ist dann Reveletics Lauder. Ja, wenn es Hausfußballmannschaften gibt, gibt es da Hausbands. So. Also ich, ja, die, viele wissen das gar nicht. SV Waldhof, das hieß früher Chio Waldhof. Man kenne ja mal Rewe Frau, ob die da so Untergrundbands unterstützen wollen. So. Ja, ja. Man würde uns dann auch noch Rebelastics Lauder nennen, genau. Oder? Rebelastics Lauder, genau. Und wir machen nur Texte über die Revelation. Das ist doch genial, die Offenbarung. Revelation. Und das alles super ist bei Rewe, ne? Dass du praktisch ja, alles kaufen kannst. Ne? Genau, wenn man da neben Tom sitzt, dann wird einem ganz warm ums Herz. Ach, ein bisschen Reklame für den Herrn machen. Hier. So. Ja. Zuschauerquote. Ich kriege mal von der GZ, können wir das nicht mehr machen. Ne? Achtung, Weltpremiere vor laufender Kamera mit gewaschenen Haaren. Seit 3 Wochen das erste Mal. Ich bin schon ein Ass, oder? Aber es geht nicht mit dem Hubschrauber, ich weiß nicht. So. Ja, da kriegt man, kann ich auch nicht mehr. Das kommt davon, wenn man sich schon Mariah als Vorbild nimmt, dann kann man mit Ende 50 nicht mehr bangen. Ja. Ach so, du bist ja schon 60, gell, ganz vergessen. Nee, ich kann es ja gerade noch so, er kann es ja überhaupt nicht mehr. Ja. Habe ich neulich gelesen, da war ja schon wieder 24. Ach Gott, ich blick das so. Ich habe so geblickt, dass der Max Rabe schon so alt ist, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich habe gedacht, der wäre unser Jahrgang. Tom Mariah müsste auch schon 55 sein. Tom Mariah ist 55, das weiß ich, ja, ja. Genau, aber der hat viel, der ist in einem Jahr gegangen. Slayer. Jo. Slayer, siehst du da. Die by the sword. Genau. Evil live. Ah ja, jetzt kommt, wenn ever. Jetzt kommt das über die Italien-Tournee, wenn ever. Ja, das ist also irgendwie von dem Lied abgekupfert. Papa was a Rolling Stone. Das stimmt, ja. Haben sie da ein bisschen geklaut, wenn man sagen. Ist auch die gleiche Thematik, ja. Ja, genau. Where he lays, had his home, ne? Und wenn die wohl nicht so gut Englisch kennen, wo er seinen Kopf hinlegt, ist er zu Hause. Also ist sein Zuhause. Das ist geil. Das ist echt so geil. And the road becomes my bride. Das war geil. Heil. Schon lange nicht gehört. Ja, was bietet uns die zweite CD? Die bietet uns auch wieder Leckerbissen. Ja, als Zugabe spielen sie bestimmt die ganze Justice, oder? Das haben die wirklich mal gemacht, Dream Theater. Ja, aber heute vor Haus, wenn verpasst war, da waren wir gerade im Keller, ne? Ja, ja. Amen. Ja. Amen, Jefrem. Jefrem, ich weiß wieder nicht, wie du wirklich heißt. Das ist unglaublich. Du musst mal vorbeikommen. Ach, was weiß ich. Entweder bei den Jesus Freaks oder beim Spieleabend, genau. Je nachdem. Ne?
Das sind die beden Mega-Events der Kurpfalz im wöchentlichen Turnus. Im wöchentlichen Turnus. Alle 3 Jahre kommt die Kelly Family und dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt hoffentlich nächstes Jahr nochmal Slayer. Ephraim ist da. Ephraim, oh ja, das ist schön. Das ist schön. Ich liebe schon auch. Color Pro. Achso, das ist für die Dinge, ich denke immer für die Horror. Aber vielleicht kriegt schon verschiedene Farben. Das ist ein Tattoo-Style, ne? Das wäre doch auch mal gut, so Tattoo-Haare. Das wäre so. Ja, ja. Das wäre die neueste Erfindung. Wenn man jetzt gut mit Haarspray und Zeugs umgekehrt. Ja, also beim nächsten Wahlkampf habe ich sie mehr blau. Ah, schon wieder von mir. Ja, aber so. Ja, meine Schuhe, so das. Ich kann es einfach nicht mehr verleugnen, gell? So, sponsert bei Alice Weidel. Ja. Jo, hallo. Like my head is home. Yeah, you say, motherfucker. Ah ja, ich war gewechselt. Das haben wir früher auch gespielt. Ach, mein Gott, waren wir scheiße, Junge. Jetzt sind wir alte Sack. Und jetzt kommt der Andi, den wir kennen am Sonntag. Der filmt uns. Unseren Ex-Sänger, mein lieber Scholli. Mit dem habe ich mich schon geprügelt. Der ist einen guten Kopf kleiner als ich, aber der hat auch, der ist auch so ein richtiger... So giftswerkmäßig. War er damals, falls er jetzt gerade zuschaut. Ja, also, das Jahr gefangen. Wie viel Prozent haben wir Mann, da? Zeigt es gerade nicht, oder? Prozent. Ja, Saft, ja, das so stimmt, ja. Aber ich glaube, da kriegst du noch eine Warnung, wenn es so abwärts geht. Ja. Ach Gott, ich habe gar keinen Bock da heute Abend hier noch. Naja, schon mal. Ich habe es extra ins LL verlegt, weil ich dachte, dann kann ich da ein bisschen trennen, wenn man es zu langweilig wird. Weil ich habe mit dem Jürgen eh noch so einen Deal laufen. Ich glaube, der hofft, dass ich das jetzt doch noch mache, so, dass man da montags halt so ein bisschen. Ja, du triffst dich dann mit dem, du fährst dann mit dem ins LNL oder was? Ja, aber wir gesagt haben, das Wetter ist scheiße. Eigentlich wollte man in den Garten, aber das wird wahrscheinlich kacke. Und, aber jetzt kommt die Sonne doch, ja, ich weiß es nicht. Und den Sonntag bist du schon der Hempfer. Ja, stimmt. Ah, aber wenn dann der Hempfer ist, dann ein Vorteil, ne? Ja, genau. Hallo Sabine. Den muss ich nachher machen. Ach, Sabine, hi. Ja, die können auch mal wieder kommen mit ihrem Sohn. Das fand ich eigentlich ganz nett. Sabine, komm doch mit deinem Sohn zu unserem Konzert am Sonntag. Sonntag 16:30, der Tom weiß Bescheid. Ja, also ich spiele doch nicht. Nein, dass da jetzt dann 100.000 Euro strömen, bloß weil sie mich live sehen wollen. Also, ich spiele doch nicht, aber ich bin dort. Aber ich bin dort. Als Security. Ja, ja. Als die ganzen... Ey, sag ich das nicht. Also, ja, das ist, weiß auch, was da los ist. Stefan. Ja, Benjamin. Adlige kennst du. Ja, ich kenn sogar Adlige. Hallo Stefanie, ja. Heute mal ein Bier, was ein Bad hat in Kurpfalz, ne? Und kannst du auch mal, wenn du von meiner Seite bist, das Montagslied auch hören. Das will ich heute Live-Video, also ein Video, nachgestellt, wo ich spiele. Der Montag, Schrottsong. Kann man sich auch hören. Marlboro. Oh. Der, was sagt der? Billig vom Lidl, Billig Power. Ah, da bist du aber jetzt schon wieder Packung extra geschenkt, war die Werbung eben. Ja, schon, ja, das stimmt. Und ich fahre die Marlboro, ne? Ich bin Marlboro finanziert werden. Ne? Also. Genau. Ja, und weil ich später eingeschaltet habe im Hintergrund, ihr werdet es nicht so hören, oder vielleicht doch, läuft diese CD. Wir sind halt revolutionär, wir lehnen uns halt auch mit Facebook an. Und wenn sie uns rausschmeißen, wenn wir eine Wochsperre kriegen. Dann gehen wir auf VK. Weißt du, was VK ist? Nee. Das höre ich jetzt immer öfter. Da gibt es so ein Alternatives zu Facebook. Da gehen jetzt immer mehr hin, weil da halt weniger zensiert wird. VK. Aber im Moment habe ich da noch... Vollgekotzt oder was? VK. Vollkotzt. Voll kurz! Volkskanal vielleicht. Naja. Volkskurz. Ja. Ah. Ja, singen mal das Lied für Markus, das passt halt gerade. Für Markus. Mit es fängt es auch schön. Ist es auf der Welt? Nein, schön sind wir sowieso. Oh.
Das hat der Markus gecovert, ja, oder ja. Ich kenne fast zwei Lieder von Markus. Ja, das hat er aber auch gesungen. Also ja. Die haben es sogar, oder die Levis spezial grüne Vinyl mit Lena, Spider-Man, Fingern und ja. Markus. Und Hubert Kardi habe ich sogar, ja. Kann man sich sogar auch hören. Oh ja, Hubert Kardi, das war mein erstes richtiges Lieblingslied, Sternenhimmel. Das ist super. Ach, du bist ja dann. Ja, ich bin Jungspund. Jungspund. Ja. Dein erstes war wahrscheinlich die 9. Symphonie von Beethoven, oder? Ja. Ich bin ein paar Jahre älter als ich. Gell. Hast du den Beethoven noch live gesehen? Ja, schon. Hab den schon gekannt. Ja, und da ich schon da noch getrunken habe, habe ich mit Beethoven an die Biele gezischt. Ne? Beethoven war cool, ist so, gell, ne? Ist er deswegen taub geworden, weil du ihn so voll gebrüllt hast? Ja, ja, das kann sein. Ah, das, haben wir das auch mal geklärt. Ja. Oh, die ja. Doris. Ah, ja. Hallo Doris. Hallo Doris. Wir sind fit. Schönen Gruß an deine Schwester. Die hat da immer, die, oder von, ach, ist ja Quatsch. Mhm. Ja. Doris, ich habe dich jetzt gespeichert bei mir im Handy unter Flotter. Das brauchst du ja nicht sagen. Das war ein Versehen, aber ach, ich finde das bestimmt lustig. Und so. Dev-Code, alles hat man nicht ja, gefallen. Ne? Das finde ich super, finde ich super, das Lied. Wirklich, ach, mir du hast ja keinen Geschmack. Her. Von Dev gab's, ich habe die ganze Platte so aus. Gibt's lustige Sachen drauf. So. Zum Beispiel das, noch keiner, nur einer hat so sinnliche Lippen wie der Yasser Arafat. Arafat, Arafat, Arafat. Das ist echt, das ist auf der gleichen Platte, wo auch Kodo drauf ist. Das ist total genial. Oder ich sag Servus, sie sagt Tschüss. Also wir wollen Österreicher, versucht ein deutsches Mädel abzukriegen. Er liebt, da kommt dann immer so Volksmusik. Er liebt ein deutsches Mädel. Und dann ich sag Servus, sie sagt Tschüss. Ich sag Servus, sie sagt Tschüss. Also, kennen Männer, das kennen wir alle. Ich sag Servus, sie sagt Tschüss. Na, ja, das kennen wir irgendwo her. Das sieht man jede Nacht auf Facebook 1000 Mal. Ja. Ja. Nicht verzagen, der Inkrempel fragen. Ja. Auf 999 Aufweigen kommt ein Kuss. Das ist eine gute Quote. Ja. Also du stellst doch elf Zuckerbrot und Peitsche, ne? Babbel oder nicht? Ja, sonst wäre ich nicht 7 Jahre mit der Alex zum Gebet. Du haust aber das. Jetzt wäre jetzt mal. Hallo. Ach komm, Doris. Mach deinem Namen Ehre. Komm her, Flotter. Komm her, Marami, ne? Hochst du dann weit? Spätestens, wenn du bei der nächsten Demo dabei warst, dann kennt dich eh die ganze Welt. Da kommt es auf ein Live-Video auch nicht mehr an. Ja. Du bist brutal eigentlich. Nee, heute bin ich voll brutal und Scheiß. Ich bin, das ist immer, wenn ich gebadet habe. Zum Glück bloß alle halbe Jahr. Ja. doch, nee, heute bin ich gut drauf, stimmt. Gestern habe ich einen kleinen Knick gekriegt. Da habe ich gedacht, oh, jetzt geht's wieder abwärts. Und. Ja, das ist Spaß, da ja. Kein Problem über. Nee, wieder. Stimmt, das senkt den Unterhaltungswert. Ja. Ja, also ich war gestern voll gut drauf, den ganzen Abend durchgehend. Ich weiß überhaupt nicht, was Depressionen sind. Was, die Depression, die. Ich kenne das Wort gar nicht. Depression. Was hat das mit Depp zu tun? Wahrscheinlich. Oder wie haben wir früher mal so gesagt, Schizophrenie, das kriegen wir nie, gell? Ja, ja. War schneller da, wie man geglaubt hat. Ne? Shit, nicht Schizo. Ach so, wie schnell das kommt? Das ist, ich habe mich mal auf einer Arbeitsstelle beworben und die haben, also ich habe halt gemeint, so wann die morgens anfangen. Und da haben sie gesagt, morgens um 6. Da habe ich gesagt, shit, so früh nie. Ist mir gerade eben eingefallen. Schizophrenie. Daher kommt es. Schizophrenie. Das war das letzte Mal, dass ich mich auf den Job beworben habe. Schizophrenie. Die deutsche Sprache ist echt so geil. Ehrlich. Alle Wege führen zur deutschen Sprache. Naja. Das ist echt geil, dass du keine Musik mehr läuft. Ja, ich habe es eben schon angedeutet, dass es so verdächtig ruhig wird. Ja. Ja, wir hören da einen James Hetfield und seinen Mann, ne? Gott sei Dank kriegt ihr das nicht mit, ne? Weil schon, ja, wird da die Metaller wieder mutzeln, ne? Ja, da ist wieder, ist überhaupt kein Metal. Ihr müsst Nekrophagist und. Suicidal Angels und was für sich höre. Ne? So, während der Tom noch sucht, kläre ich euch mal kurz über Tom sein Sexualleben auf.
Jetzt geht's aber los hier. Und zwar, also nachts, wenn es dunkel ist, also ich meine, also wenn es wirklich ganz, ganz dunkel ist, dann kommt das Tier zum Tom. Und sagt, Tom, Tom, Tom. Und Tom sagt, schon wieder. Tom, Tom, ich brauche es. Und Tom sagt, von mir aus auch halt die Gosch dabei. Das ist krass, oder? Mit so Leuten bin ich befreundet. Du haust aber da einer raus, ne? Du haust aber einer raus. Und manchmal, wenn der Tom überhaupt keinen Bock hat, dann passieren die Dinge so, das ist jetzt das erste Mal, dass es live, ich film, auch nicht, deswegen mal gleich raus. Aber das Schwein macht nur für Geld. Du stellst mich da hin in den Stadion. Oh, das ist geil. Ist das die Aufnahme, wo sie in Bagdad gespielt haben? Da hört man im Hintergrund noch das Maschinengewehr. Krieg ich Scheiße, aber das sagen die super, gell? Ja, das muss man echt sagen. Ich werde es nie vergessen, damals, wo beim... Gibt es sogar T-Shirts. Echt? Schön drauf, krieg ich Scheiße, aber das sagen die super. Ja, ja, steht. Das ist wirklich, ja, das ist super, das stimmt. Ich werde es nie vergessen, wie ich damals, wo Bagdad... Jetzt machen wir mal Lieder, rate da, für die Unwissende. Ich gebe euch einen Tipp, das ist die Band. Und du pokerst ganz schön hoch. Das ist die Band und wir machen ein bisschen lauter. Und ihr müsst jetzt erraten, wer das ist. Wie das Lied ist, ja. Jetzt fliegt es gleich wieder raus. Ich fliege nicht raus. Okay, mit habe ich also so gemacht. Also hat schon jemand erkannt? Man macht leichter schon, fliegt man wirklich raus, ne? Ja, also das muss lange, ne? Ach, das ist ja süß. Ach komm. Nicht nützlich steht da bei dir. Steht ja manchmal, ist nützlicher, aber Kommentare waren nützlicher, nicht nützlicher. Sind wir gesehen bei dir, ne? Nee. Ja, machen wir vielleicht später. Ich weiß doch nicht. Ah doch, der ist okay. Bin ich vorsichtig. Kennst du den persönlich? Ich kenne den von zahlreichen Chats. Ja, ja, der ist okay. Von Chats? Das ist ein Jesus Freak. Von Schorndorf. Jo. Kann man mal überlegen. Der hat halt ein Problem, der ist. Der will halt was anderes als ich. Ja. Aber ansonsten ist er okay. Aber das gleiche Problem habe ich ja auch aus seiner Sicht und wir verstehen es trotzdem. Also da sieht man, dass er jedes Mal so laufen muss wie Anna Spur, wo man sich dann völlig in die Wolle kriegt, deswegen. Oh, jetzt. Das ist eine von meinen Traumfrauen. Oh, mein Traum. Kundenwettbewerb. Straten die weiter, oder? Ja. Ja, wie du willst. So, jetzt ist das ja ganz weg. Da muss ich telefonieren. Ich hoffe, dass das allzu lang dauert. Oh, God, wake me! Amas Tier. Muss mal einer schaffen, hä? Muss mal einer schaffen. Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich mich drüber freuen oder. Ach, aber ich ist okay. Der ist. Ja, aber der bleibt mir warm. Also am Donnerstag habe ich einen Job. Okay. Und ich habe. Ja, also ich komme da schon durch. Da. Nee, das geht schon. Ah. So. Also, morgen ist bei mir auch Samstag. Habe ich diskutiert mit einem von Adventisten. Der will mich die ganze Zeit überreden, dass ich zu den Adventisten übergehe. Aber ich meine, ja, zufälligerweise haben wir unsere Gottesdienste tatsächlich am Sabbat. Obwohl ich mittlerweile dafür plädiere, dass wir es Freitagabend machen. Aber mit dem Plädoyer stehe ich momentan noch sehr alleine auf der Lichtung. Und ich habe gesagt, bei mir ist jeden Tag Sabbat. Bei mir ist auch immer Weihnachten und Ostern. Also ich glaube nicht an Feiertage. Also, das trifft aber schon wieder zu sehr ab. Ne? Ja, ist richtig. Haltet ihr ein Thema? Ja. Nö, nee, driften wir zu sehr von dem Thema ab, das es nicht gibt. Das Thema, das tut noch biegen.
No. The Thema, der Typ noch be. Es gibt eine Band, die ist Anathema. Kenn ich, hab ich auch mal gesagt. Machen wir ein Anathema. Ja, machen wir ein Anathema. Hat sich der Tobi mal mitgefoltert. Ja, mir hat es auch nicht gefallen. Mir hat es auch nicht gefallen. Ich hab da keinen Überblick mehr bei den ganzen neuen Dingern da. Mensch, Tom, jetzt hocken wir hier so. Wann war das, wo ich dich das erste Mal besucht habe? Da hast du mich abgefüllt, das weiß ich noch. Ich hab dich abgefüllt. Ja, du hast dich selber bedient. Du fandest es irre lustig, da, mir beim Betrunkenwerden zuzuschauen. Hast du mir noch immer andere Biersorten angeboten? Und dann irgendwann hast du gesagt, jetzt hast du aber in einem Tee. Das weiß ich noch. Okay. Das war noch, bevor ich mich hier völlig daneben genommen habe. Ah, okay. Ja. Das war dann das erste Mal, wo du warst, ne? Das war das allererste Mal, genau. Wo du mir dann auch noch Sachen geschenkt hast, die ich dir dann aus Versehen wieder zurückgeschenkt habe. Ja. Das war das Blödste überhaupt. Das war der bewegte Mann, oder? Ja, ja. Also blöder geht's echt nicht, gell? Also da können wir mal sehen, was Alkohol mit jungen Menschen machen kann. Der Tom hat, der ist ja sehr freigebig und spendabel und so, und hat mir zum Abschluss noch der bewegte Mann, damals hat er noch gedacht, ich wäre schwul, Video geschickt und ich schenke es ihm 2 Jahre später zum Geburtstag zurück, ich Idiot und so. Ich habe noch was vor, bis zum nächsten Mal. Ja, alles klar. Tschö, mit Ö. Was Besseres, als uns zuzuschauen. Komisch. Naja, heute noch besser ausgeschrieben. Ah ja, doch... stimmt. Ja, ja, also, musst du jetzt One-Shoots nehmen, ne? Also. Ja, okay. Alter. Ach, das ist alles ein Stress. Bohrst du in der Nase, bist du der Osterhase. Wir sehen ja voll gestresst aus hier so. Oder so? Bohrst du in der Nase, bist du der Osterhase. Oh, das hat jetzt wieder abgesagt. Ne? Sie sind schon wieder verschwunden, weil ich so einen dummen Spruch losgemacht habe. Genau. Die einzige Hoffnung ist eigentlich, dass, da sieht man ja jetzt bloß, wer bei dir das guckt. Während bei mir schon wieder die ganzen Schwangerschaftsklagen einrasseln. Nennst du doch einen aber ich schreibe das, was bei dir geschrieben wird, bei dir auch geschrieben. Weil der ist auch nicht auf meiner Seite, da haben wir eben gerade Freundschaft vorgeschrieben. Ah, stimmt. Ja, alles, was geschrieben wird, kommt auch hier, ja. Ja, du hast ja gut, das ist öffentlich. Hab's öffentlich, ja. Ja, stimmt. Kommt auch hier, ne? Ja, dafür ist es erstaunlich wenig Feedback. Aber es gibt auch noch. Ja, die Leute. Es gibt auch Leute, die arbeiten hier. Ja. Sonst wären wir ja schon längst pleite in Deutschland. Ich habe durch was gehört, also ob ich das glauben soll, weiß ich auch nicht. Also dass angeblich so viele Autos überproduziert werden, die werden teilweise in Containerschiff und dann mitten im Ozean versenkt. Bloß damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Das ist doch mega Hammer, oder? Also im Prinzip, also wir brauchen uns gar nicht wundern, wenn demnächst weiße Haie und da mit dem Auto an Land fahren und so. Hast du die aufgemacht oder machen das doch die offene? Was? Die waren noch offen. Da fährt eine Reihe, da fährt noch eine frische Schachtel rum, ja. Habe ich gesehen. Ja. Bip, 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 bim. Ah ja, das ist aber vom Band. Ja, viel Spaß. Ah, ja. Euch auch, ne? Vielleicht am Mittwoch am Spielabend. Ich muss Essen machen, bis dahin noch viel Spaß. Ja, euch auch viel Spaß. Vielleicht am Mittwoch am Spielabend, je nachdem. Ja. Aber das wird im einen Hand so bestimmt gekränkt, gell? Das ist ja was behauptest von mir, ne? Ja, ja, das. Ich vergebe mich doch nicht an unschuldige Einhörner, ich glaub's geht los, ja. Du meinst, der satirische Unterton ist nicht rübergekommen? Ich sag, wie du da drauf bist. Das war zu viel Sex, jetzt guckt überhaupt keiner dazu. Jetzt habe ich alles klar, dann gucken wir mal da wieder da. Satanismus okay, Porno okay, aber Einhörner irgendwo jetzt ruf. Ja, nochmal so noch ein paar Eide, Christine, ganz schade, Tag. Sabina. Ah ja, die muss ich noch. Ja, doch, ich sehe da. Einer Erd, guckt auch noch ganz so, die Kamera. Und die Götz, sau gute Schlagzeuger. Ja, ja. Von Nauwitz Tag hat er früher gespielt, der spielt ein paar Bolt, ne? Ja, ja. Ah, da. Das war damals, 92, einmal der beste Schlagzeuger. Ja, ja. Hat ja schon zugeguckt, Stefan Dillers war noch. Bassisten ist auch gut, Bassisten von Skaldheim. 25 oder was? Die her, ne? Die super. Was? So
So, Lia von Drangheim, die ist bei mir auf der Seite, das ist halt gut übersichtlich, ne? Also. Ja. Oh, der Rainer, hallo. Oh, ja. Also haben wir nicht den Rainer her. Ja, ich weiß. Nein, kennst du nicht? Nee. Kennst du nicht? Nee. Kennst du nicht? Nee. Der hat mir noch kein Bier ausgegeben. Ja. Life set in the past. Das ist Bescheid, ne? Das ist doch die biblische Sinfonie von Auge um Auge, Zahn um Zahn, Fight Fire with Fire. So sieht's aus. Ja, wieder was gelernt. Ja, das ist genau. Was man so alles lernt. Der Tom, der macht mittlerweile so Bibelseminare, also die Bibel besser verstehen anhand von Metallica-Songs. Ja, das war schon wieder zu viel, ja. Sich. Hat er sich jetzt auch schon bei der Volkshochschule angemeldet und so. Als Lehrmeister wohl gemerkt. Und ja, die Veranstaltungen, die finden aus Sicherheitsgründen. Na, Halleluja 2 statt! Ich wollte jetzt eine Aussichtungszelle sagen. Na, Halleluja 2 mit Erzfix, das ist halt mit mir. Kriegt er die volle Erleuchtung, ne? Auf jeden Fall mal sowas, das mache ich da einfach so live schon. Sehr schön, ne? Bei deinem. Strickst du jetzt mal so aus, bei deinem Kindergarten, da können wir das nicht machen. Da kriegen wir gleich wieder Meldungen, da haben wir wieder rausgewissen, was wir eine Babble, das hat nichts mit Gott zu tun, Allah, tschüss. Ja, genau. Von Jesus trinkst du, falls kannst du so eine Live-Sendung nie machen. Ich glaube, wir später. Ja, aber ich glaube, das war doch nicht so blöd. Also bei der letzten Predigt habe ich echt gedacht, sag, wofür erzähle ich das alles überhaupt? Aber jetzt habe ich im Nachhinein doch gemerkt, so, dass da Leute anfangen nachzudenken. Also dass es echt noch was anderes ankommt. Oh, wie ist Hülle, ja? Mach halt wieder Quatsch. Haben wir nichts Besseres zu tun? Wie geht's dir? Wo ist eine neue Band? Weiß wohl, ich bin so ein bisschen geil. Panic Zone Schlagzeuger. Panic Zone Schlagzeuger. Ah, ja. Der hat's drauf, also wenn's. Schön. Muss ein bisschen mit Rose schwingen, da, ne? Aber was wo, man muss auch sagen, was wo ist, ist wo. Das ist so, ja. Ja, ich bin damals Sulle. Der Sulle ist einer der besten Schlagzeuger in der Region. Oh, ja. Das muss man mal hier betonen. Oder? Dass es auch noch andere kapieren. Ja. Ja. Und wenn ich sagen, das war jetzt wieder Punk? Nein, das war Death Metal. Oh, ja, klar. Also, ja, durch Radio-CD, Mann. Ja, ich weiß, ich verwechsel. Ach, du schenkst mir so viele CDs jetzt. Ich hab sie verwechselt mit den anderen, mit den Scar gegen Ruts oder wie so. Stuck in Rut, ja. Genau. Ist ja auch gut. Mhm. Aber der Sulle ist einer der besten Schlagzeuger. Da braucht man drüber zu schwitzen. Ja. Ja, das sind aber da die Russen da, wenn der spielt, ne? Ja, das macht Spaß, das Live-Videos. Er ist immer langweilig, aber zu zweit kann man auch Beavis am Bad machen. Da kann man sich ein bisschen den Ball zuspielen. So. Ach, wir haben paar die, wo später zugeschaut haben. Wir machen auf Risiko, spielen, zeigen was wir wollen. Ja. Wir spielen mit dem Feuer. Ja, und das liegt jetzt gerade rum. Fight, Fire with Fire. Also wir spielen auch mit dem Feuer, ne? Das ist in Nürburgring. Im Nürburgring. Rock and Ring, Motherfucker. Da bin ich übrigens schon mal gefahren auf dem Nürburgring mit meinem Vater. Ohne Scheiß. Da war mit dem Fahrrad? Nee, mit dem Benz. Ah, okay. Dann Def Struf und dann Def für 10 Euro Def eine Runde drüber gurken. Def Struf und dann Def für 10 Euro Runde. Def Struf und Def eine Runde für 10 Euro rumgurken. Ja, ja. Ist auch gut. Das soll ja aber manche Frauen zu treffen. Def Struf und Def für 10 Euro mit rumgurken. Das war lustig, wo ich neulich mit dem Jens an der Theke geguckt war, im LL. Und dann hat der uns da noch angepriesen, der Chef, so von mir, ja, und hier gibt es jetzt immer mehr Live-Musik. Und ich habe hier auch zwei Sitzen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch einen Sitzen. Hat wohl gepasst irgendwie. Nice. Ja, wir müssen auch mal in deine Kneipe hier gehen, du, wo du als Entfahrer schon mal gezeigt. Ja, aber was willst du machen? Willst du das? Das ist Quatsch, bitte. Das ist doch echt? Ja, das... Schämst du dich für mich? Nee, ich schäme mich nicht für dich. Bloß weiß ich dann, dass ich dann auch blöd drüber komme, wenn du dabei bist. Dann machen wir beide Blödsinn. Kennst du uns, ja? Also das kann sein, ja. Und dann wird es ihnen zu blöd, ja. Das verstehe ich, okay. Ja, wenn man da ganz ernsthaft so. Ja, genau. Uns geht's gut, ja. Ja, doch. Ich hoffe dir auch. Dank Paulana alkoholfrei. Und ich trinke halt mal zur Feier des Tages pure Chemie.
Ach, scheiße. Das heißt, wenn ich Mittwoch eher gucke, kann ich eigentlich das ganze alkoholfreie Bier jetzt trinken, oder? Sechs Stück? Sechs? Nee, das schaffe ich nicht. Aber ja, du kannst schon ganz ehrlich sagen, der Schola wieder frisch ist. Kann man reden. Life is a thrilling in our way, yeah. Oh, these words I don't just say. Well, something new. Open mind for a different view. Und jetzt ihr. Hab ich ja mitzingen, oder? Die müssen ja mitzingen, da wo du zugucken. Ja, ja, hallo. Und gerade im Publikum steht zugucken und nichts singen. Also, das geht nicht. Und ich träg mich noch auf. Und die Nicht-Else macht's aus. Achso, ist was so eine Ex? Über die Else. Über die Else, genau. Die Nicht-Else macht's aus. Drain my bitch. Was ist jetzt vorbildlich? Ist das eine Flasche oder was? Das ist unglaublich. Mittlerweile, bei mir reicht mittlerweile bloß der Biergeschmack, aber ich total neben der Kappe bin. Was für Tabletten nimmst du, die will ich rauchen? Oh, die habe ich vergessen heute, stimmt. Alles wegen. Ah, ja. Man merkt's. Man merkt's. Ich glaube, das Live, der Live-Sender, der ist nur für uns erfunden worden, oder? Oder hast du, ohne jetzt zu übertreiben, oder hast du schon mal so coole Videos von irgendwelchen anderen Leuten gesehen? Das ist es halt. Das ist es, genau. Thank God for YouTube. Ah ja, für Facebook, ja, ja. Also wirklich überhaupt, ob man das auch auf YouTube machen kann. Weil da gibt's ja, live, ja, gibt's ja, muss aber auch melden, den ganzen Scheiß. Ne? Da gibt's halt echt 15-jährige Mädels, die leben da schon von. Ja, das schaffen wir ja wohl auch noch. Das, also bei uns geht es halt dann weniger um Schminktipps und so und mit wem wir gestern im Bett waren, sondern... Was Comedy viel, pur! Wir haben ja eigentlich viel mehr zu erzählen. Wir erzählen einfach, mit wem wir alles nicht im Bett waren. Ja. Das sind wir aber im Jahre 3000 immer noch nicht fertig. Ja, das ist doch eigentlich viel interessanter. Und das ist doch interessanter. Genau. Die Gabriele, auch wer ist das? Gabi, ja, guck, Schatz, wir sind halt im Quatschmodus. Gabi gibt eine Party. Kennst du das nicht? Das singe ich immer in LL, so, um mich bei der Frau von Jürgen einzuschleimen. Da freut sich immer. Gabi gibt eine Party, stimmt das? Ja, wir, uns kann man buchen, ne? Uns kommen die Paar. Ne? Also am besten ist die dritte Strophe. So, dass, also da kommen dann die Eltern wieder nach Hause und zu Hause ist Halligalli. Und dann... Das Blumenbeet, das gibt's nicht mehr, die Tür ist weg, der Kühlschrank leer, der Teppich brennt, der Hund ist tot, ein Uwe hat jetzt Hausverbot, ist nicht total kalt. Da habe du dazu, ja. Da habe ich, ja, so hast du Leute kennen, glaube ich. Ja, du? Doch, du bist ein guter, wie ist das? Zeitgenosse! Ja, das sowieso, aber Multiplikator, das wollte ich sagen, genau. Ja. Ach Gott, nee. Jo, das wollte ich halt noch die Hurse drauf. Geht doch alle. 10 nach 4 noch jede Menge Zeit. Ah ja, okay. Wir machen jetzt so lange, bis die CD rum ist, dann ist es. Es hat aber vorhin gut geklappt, mit Ding mit den Verbindungen. Es war echt von Gott geführt. Ich war noch im SKM gehockt, wollte da mal wieder guten Tag sagen, meinen ganzen Assis. Aber, also sehr nette Assis, meine ich. Also ich bin ja auch ein Assi. Und, ich nicht. Nee, er nicht. Das Tom ist die Ausnahme in meinem Freundeskreis. Der Tom ist der einzige normale Mensch, den ich kenne. Ja, ja. Wahrscheinlich der Bekloppteste. Das ist dann, das ist so bekloppt, dass schon wieder normal ist. Ja, perfekte Tarn in einer shit so frühen Welt. Und jetzt dead. Nein. Nicht sagen. Ja, klar. Traurig, aber wahr. Ach nee. Das können wir weiter trinken, oder? Ja, das ist traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr, machen wir weiter. Wohl. Ah ja, nee. Das ist ein Lied vom Black Album, wo unnötig ist, ganz einfach. Obwohl es viele Leute super finden. Aber. Auch wieder ein Titel mit biblischem Hintergrund. Ja, natürlich. Ich vergesse es, sind 7 oder 10 Plagen. Also auf jeden Fall die letzte, wo dann der erstgeborene Sohn stirbt, ne? Ja, ja. Wieder was gelernt.
Ja, James Hetfield ist so der beste Lyriker aller Zeiten. Also ich glaube, ich mache echt mal so eine Predigtreihe, die Bibel für Metallica-Fans. Ja, ja. Damit sie Leute endlich mal kapieren. Also ich meine, die Christen, die Metallica-Fans haben es ja kapiert. Aber ja, das ist irgendwie, das ist glaube ich auch mehr mein Style. Über Number of the Beast war ich eins, über Raining Blood auf jeden Fall. Uns gehen die Themen nie wieder aus. Freunde in der Not, 10 Christen auf ein Musebrot. Was war denn das? Das war übel, ja, ich weiß, aber das muss sein. Musebrot? Hab ich erstellt? Was ist denn ein Musebrot? Hab ich schon ausgedrückt? Ne. Freunde in der Not, 10 auf ein Musebrot. Jetzt habe ich an die Christen zugemacht. Freunde in der Not, 10 auf ein Musebrot. Das ist überhaupt keiner. Haben wir das Eller nur ist. So, okay. Ne? Freunde in der Not, 10 Christen auf ein Musebrot. Ja. Ja, ich muss leider sagen, dass ich da in letzter Zeit auch sehr positive Erfahrungen mache. Ja, mache ich aber. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass sie Christen sind. Ja. Das sind, also ich glaube, es gibt Leute, die reden nicht andauernd davon, sondern die machen einfach. So ist es, und die sind halt lieber, viel lieber. Ja, das ist richtig. Die babbeln, nichts machen. Ja, da sind wir uns einig. Die einschreiten, wenn Not am Mann ist, das ist wichtig. Das ist es, genau. Na du. Babble kann jeder viel. Ja. Ne? Ja, das ich helfe dir, wenn du in Not bist. Aber das Problem, das kennen wir alle. Ja. Da haben wir zigfach Erfahrung. Oh, die Jürgen. Ja, die Jürgen. Alle mal Motorhead werden. Alle mal Motorhead werden. Ja. Motorhead, I'm a Motorhead. Die Ace of Spades. Thank ja. you again, man. Ja. Bin mal gespannt, wenn ich die Erkältung nicht wegkriege, das Ding dann. Ich halt bundle ich halt Ace of Spades. Nee, im Leben nicht. Im Leben, ey. Kurz lieber das Mikro voll. Ja, Kuhstoffel, ja. Alter, Happiness-Kamerad, ne? Aber auch schon, hab uns auch schon ewig nicht mehr gesehen, gell? Aber ja, irgendwann klappt das schon wieder. Muss halt aufs Test festkommen, Heidelberg am 24. Praktisch wie so Happiness-Treffen, ne? Also meine Einer ist auch dort, ne? Ja, oder so schön gesagt, mein Vater, sein Sohn ist auch dort. Während ich die Doris vor der Antifa beschütze. Also du sich mit der dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich da nichts mal unterliegen ist. Weil ich finde es cool, dass du sagst, der Bock mitzugehen. Ja. Du hast vorhin für Arbeit angerufen, aber. Ja, ich weiß. Achso, die Arbeit. Ja. Weil die können es ja nicht sehen, weil die arbeiten ja selber gerade. Also man muss ein bisschen zügeln über andere Leute oder muss ein wahrscheinlich läuft es jetzt im Altersheim so voll über Videoleinwand, die machen schon Public Viewing so. Ja, überhaupt über Leute. Ja, ist richtig. Ja, ja. Über Augenzwinkern ja, quatschen. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich verrate es also. Ich denke immer, das ja, ist ja so, das hat die ganze Welt gesagt. Nein, ja, manche Leute wollen das nicht. Ist, mein Problem ist, dass ich keine Angst vor der Totalüberwachung habe. So. Ja. Ja, klar. Am 24. Heidberger Testfest mit S6 Design 4 und hast du nicht gesehen, ne? Wird geil. Ich denke mal, ich bin so ab der 3 dort, ne? Ab der 3-4 bin ich dort, ja. Grad habe ich schon. Das ist geil. Und da hatten wir nur 2 in Heidelberg, das wäre schon viele, Mann. Der Destroyer! Da war das wieder. Ah, nein, man wollte ja nicht. Ne? Nein, nein, ich wollte jetzt wissen, wer das ist, treu ist, aber nein, wer schwätzt oder? Nee, irgendwo hört's auf. Hast du vielleicht schon dann Tipps haben wollen, gell? Das ist immer der richtige, gell? Ja, stimmt. Spiel doch die beleidigte Leberwurst. Das ist treuer. Spiel doch die beleidigte Leberwurst. Aber es bereitet sich auf Sequoia, das ist treuer, das war schlecht. Ja. Mach doch nicht beleidigt, lieber was. Ich hab mich beleidigt, ich hab's gar nicht bekommen. Weil ich gesagt hab, du sollst doch andere Leute so ins Boot. Ach so, das habe ich jetzt eher als Rüge empfunden. Okay. Nee, das ist alles human. Ja. Bidi, bidi. Zeigt da manche Kommentare gar nicht durch, gell? Ich hab schon gemerkt, ne? Ja, ja, das dann später mit Ausschaltschrift und ich gar nicht antworten. Ne? Aber wir machen so, ja. Ja. Oh, jetzt haben wir einen Highscore.
Aber Anime. Müssen, ja, im Prinzip müssen wir mal die Rita. Hallo. Aha. Ja. Alles klar bei dir? Ja. Einer hat vorhin auch schon zugeguckt, aber ich glaube, dem war es zu viel. Ja, der Rainer Zündes ist da von der Freund. Ah ja. Hab vorhin auch zugeguckt, aber ich glaube, das waren zu viele. Aber. Wie sieht es da aus, wenn man unbekannte Bands lauter macht, dann kann man die doch hören. Kennen die oder nicht? Sequoia zum Beispiel. Da habe ich ja nichts auf CD. Kann man da jetzt ja drum wursteln. Nee, nee. Vielleicht auch ein bisschen Stuck in Watt drauf machen oder was? Zum Beispiel. Oder in der Key Skills. Ja. Sind die nicht bei der GEMA? Die sind beide Schema. Aber das stimmt eigentlich. Mel Stein, blond. Ja, das ist die Frau vom Heinz Steinhauser, vom Metal Heinz. Das ist gut, dass du das immer gleich betonst, wer also da auf ist. Oder? Ja, ja. Da muss ich ja so viel nachdenken. Ja, ja. Ach, kurz in der CD. Das ist also gleich wieder kaputt. Ja. Kaum sind sie da, sind sie schon wieder am Arsch. Ja. Ne? Billiges Material, der Scheißdreck-CDs. Hallo Saskia. Doch, ist ja doch da. Hm. Ah, ja, die haben wir ja schon gesehen. Hallo Saskia. Alle kennen ich, ne? Die war mal dabei. Beim Spieleabend, gell? Ja, die war auch mal beim Ding dabei. Ach Quatsch, was erzähle ich denn? Nee, naja, ja, klar. Genau, ja, Spieleabend, ich erinnere mich. Ja. Jetzt habe ich sie verwechselt mit der Tochter von der Manuela. Okay. Ich sehe, ja. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung, da. Ja, so machen wir es. Dann gibt es zwar nicht mehr, hier ist jetzt fucking what, jetzt läuft Lucky Skills, ne? Aber ich muss lauter machen, ne? Ja, ja. Aber pass auf, ich muss jetzt trotzdem mal kurz telefonieren. Da die Heimreise organisiert ist. Ja, ja, klar. Ja, ich bin auch schon fertig, ich bin da sicher schon mal. Ich habe keinen Plan, aber ich weiß ja nicht mal, wo er schafft. Es gibt ein bisschen was auf die Ohren, ne? Ja, das ist gut. Naja. Ah ja, geil. You sing along. Das ist cool. Kennst du auch persönlich? Ja, ja. Aber das sind doch bis auf den Vorgänger von Stuck in Watt. Achso, ah ja, okay. Das ist Stuck in Watt bloß mit einem anderen Sänger. Nacky Skills, ne? Ja. Wenn wir Werbung in die Runde, ne? Nacky Skills. Ja. Sieht man das da? Das ist schwach, ne? Aber ich hoffe gar nicht. Ja, ja. Grün ist gut. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, dass da Sinn ist. Sie scheint mir auf den Genies. Ja, ich hab nichts gerade ausgeschwitzt. Kennst du den dappenden Spruch, oder? Ja, ja. Ja. Ah, ja. Kein Problem. Das ist immer krass, wenn ich irgendwann 5000 Freunde habe, so, wenn ich dann auf einen Schlag alle Männer rausschmeiße. Ja, ja. Außer mich, gell? What do you control mind? What is far behind? Wir sind live. Jo, Entschuldigung, dass ich mein Leben organisiere. Aha. Aha, aha. No.
Also wir sehen jetzt kein Kommentar. Ja, mehr. Sorry, ja. Nee, das ist, ich wollte eigentlich nicht. Nein, das ist okay, was du sagst. Normal. Ich kann euch allein gut, aber wir sehen doch keinen Kommentar mehr. Vielleicht wollen wir nicht mal schreiben können, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Schreibt kann man Hallo oder was? Wer Bock hat. Achso, ich kann es selber machen. Hey. Ja. Die Lano schon von mir, nicht der Schlüssel, oder? Ja, ist doch automatisch, oder? Das ist ja, das ist ganz gut. Du musst schon noch drauf kriegen. Ah ja, schön. Ah ja. Das ist doch nicht so lang, stimmt. Alles ist halt. Ja. Das ist ja das da? Ja, ja, ja. Ah, was ist das? Ist ja da. Ja, man denkt das nicht. Vielleicht wollte ich zu gelogen werden. Ja, ich hatte das auch schon den Tag voll geballert, 12 Monate oder so. Ja, ruf ich. Aber manchmal ist es auch nicht Ding. Mach dein Telefon hart, dass es geregelt ist. Ja, ja. Wayo, a pain to you. Ach ne, dann. Ja, das ist komisch. Irgendwie. Ja. Irgendwie ist auch blockiert. Ja, das habe ich aber schon, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gehabt. Irgendwann kann man es nochmal probieren. Steht sogar Thomas live. Ja, das. Ach ne, dann. Ja, ja. Ja, passt, Alter. Das funktioniert so. Sie sind dann alle schreibfaul. Ja. Die wollen nur mal zugucken. Ah ja, also das ist meine. Ja, ja. Was steht da? Das war der dumme Kuschelrock live. Ah, die Mare, ja, die gibt's ja auch noch. Ja, ja. Bla bla bla. Ach nee, also nee, das ist furchtbar, ich bin echt. Ja, ich bin da so ein Fechter Junkie, klar. Die Summe aller Laster bleibt immer gleich. Genau, das Bremen AW. Ah, cool. Das gibt's überhaupt nicht mehr. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen unkonzentriert da. Boah. Ich hab irgendjemand Fremdes mich so angezickt. Und ich hab geplant, wer es ist. Aber immerhin. Du siehst aus wie ein Cowboy. Danke. Ja, hi, mit wem habe ich denn die Ehre? Ach so, ein Ding habe ich dann gut. Ich bin sehr durcheinander jetzt. Na und Lever. Aha. Jetzt ab. Oh. So mach ich noch gerade gemacht.
Leber fällig. Frei von der Leber. Also da bin ich dann überschuss, da bin ich frei von der Leber weg. Genau. Das ist praktisch, du machst frei von der Leber weg. Na gut. Heute bin ich voll froh, wenn ich das schmeiße. Geht's uns gut, genau. Nee, ist wirklich, das ist geil. Ah, Leute, ist der Tratsch, was gibt's da wieder ab? Da bin ich drin, da hab ich einen kapiert, seht ihr euch aktiviert den Omnibus fahren. Aha, ja, siehst du die Kommentare im Live-Video. Ja, hi, nee, ich hab's jetzt die ganze Zeit über die, ich guck ja jetzt gerade über die Kamera von meinem Kumpel, aber ich hab's eben gesehen und gefällt mir gedrückt, ja, also ich warte. Hat mich sehr gefreut. Glückchen Keks. Ich muss wieder aufs Klo. Ja, das Bier treibt halt. Ja, das ist. Aber, ach man, ich fühle mich so viel wohler und freier wie. Es ist echt geil. Ich genieße es voll. Also, wegen dem alkoholfreien Bier, deswegen. Oh. Glenn Ease. Perfekt, man. Zuerst mal die Loten sortieren, ne? Probe Fehler brauchen wir nicht. Ich hab lange Haare auf dem Kopf und ich hätte gern Rock'n'Roll. Oder Uwe, wie Uwe, alles fit? Hast du geschafft? Ah ja, wird verdient. Ah ja, klar. Wo soll ich verdienen? Du hast jetzt 2,50 € an GEMA bezahlt, dass wir nicht die Skins hören dürfen, ne? Das war was? Du hast jetzt 2,50 € bezahlt, dass wir nicht die Skins da laufen lassen dürfen, ne? An GEMA, ja, da passt. Hat sie ihn beschwert, oder? Nein, nein. Hat es einen tieferen Sinn, dass die da rumfliegt? Die habe ich halt gehört. Ah ja. Dass da noch mein Fußabdruck drauf ist und wenn eine halbe Stunde, nachdem ich hier weg bin, die GSG 9 hier reinmarschiert, dann ist dann der Kurs mal wieder da. Ja, ja. Gucken wir mal, ob man da ein paar Leute erladen kann. Ja, ja, genau. Ja, ja, machen. Der andere meldet sich auch nicht, das ist natürlich klasse. Ich meine, aber andererseits, ich meine, er will ja was von mir halten. Okay. Du kommst ja so heim, oder? Ja, ja. Ja, das ist kein Problem. Ne? The storm of the night. Da reicht wieder. Messerschuh. Oh, der Hendrik, ja. Alles klar. Ja, am 24 kann ich leider nicht kommen, da bin ich beim Testfest, ne? Sorry, ich werde gerne kommen nach Waldorf, ist ein Heimspiel, aber da bin ich beim Testfest, nein, ne? Nee, das sagt mir überhaupt nichts. Buffalo heißt die da, ne? In Waldorf, ne? Kannst du hier gehst, alle bist du den Kampf werfen, oder? Wer spielt da? Buffalo High Coverband. Ach so, ja, ja. Die sind gut, oder? Ja, Hendrik ist ein saugeiler Gitarrist. Ach, der spielt da mit? Ah ja, cool. Ja, ich da hat er schon mal einen auf Gitarre mitgespielt, ja. Das ist saugut. Ich habe schon Videos gezeigt von denen, genau. Ja, der ist super. Obwohl ich schon mal ein letzter Coverband-Freak bin, ne? Ja. Aber
Ja, uns geht's gut, ja. Und das läuft gerade im Hintergrund, ne? Da geht's gut. Er ist jetzt Stuck in Rot. Oh, the storm of the night. Oder? Oder lieber the peace of the morning, oder was? Oh. Lieber the storm of the night, oder? Wie the peace in the morning, oder? Ja, die Hauptsache, the biggest flame burns fastest. The quickest flame burns fastest, genau, ja. The biggest flame burns quickest. Flames. The quickest, genau. The biggest flame burns quickest. Auch schon öfters mitbekommen, ja. Kann man noch anders hören, oder? Ja, nein, Metallica, also, nein, Metallica sind zu erfolgreich. Ich will mal kleine Stimmen. Zu geldgierig. Ja. Das wäre auch mal interessant, ob es von den Bands abhängt. Also ich weiß zum Beispiel, dass es den Ärzten scheißegal ist, aber die sind halt ganz dein Favorit. Ja, habe ich auch nichts da. Nicht? Aber ich kann. Eine Live von nur mit Kiss aus Vorwärts. Doch, unheilig habe ich keine Version von Kiss, wo sie Unholy auf Deutsch machen. Das ist das einzige Ärzte, den ich habe. Unholy auf Deutsch. Das ist unheilig, ja klar. Und das ist Ärzte? Die Ärzte haben das gecovert, ja. Auf der Kiss bei Assembler, den habe ich. Kannst du irgendwann mal verführen. Aha. Da haben die Ärzte ein Kiss-Lied gecovert. Richtig. Ah, was? Und da das der Highlight war, weil es auf Deutsch war, habe ich es. Ach, die auf den Kiss My Assembler drauf gemacht. Das ist ja geil. Kiss My Assembler. Oh Mann, wie weit ist jetzt? Halb fünf? Ja, okay. Mach keinen Stress. Ja, für den Worst Case muss ich jetzt doch mal gucken, ob ich da irgendwie ohne fremde Hilfe hier wegkomme. Hallo, check ins Menü, gell? Ja. Um halb sechs, oder was? Kommt bisschen feinen Zimmer da. Ja, 20, 9. Wird gerade reichen. Ja, was soll's. Ja, Sandkasse 7, ich wollte noch Sandkasse 5. Der sagt 7. Okay. Also alles war da was. Einsteigt jetzt 10:53 Uhr, sogar ja nicht, der notfalls. Ein schönen Fünfer oder was? Ja, er wollte um 17:30 zu mir kommen. Und wenn ich den nicht mehr erreiche vorher, dann kommt er vor der Tür von der Tür. Mein Problem. Ja, ich habe Schaden dazu. Also, ja, noch, noch zwei Lieder und dann bei ja. War ich Watch, ne? Genau. Ach, Gott. Der bohrt in der Nase, das ist der Osterhase. Ja, ich weiß nicht, hab ich vorhin schon mal gebraucht. Ja, genau. Ja, ich muss ein bisschen an der Wochenplanung. Donnerstag muss ich schaffen, das weiß ich. Morgen eigentlich nur Probe. Aber ich werde die ganzen Nervenbündel zähmen. Zähmen? Aber mit dem Günther macht es echt Spaß, so immer zu zähmen. Mit der Sitting Pool so. Ja, Günther, das ist ein feiner Mensch. Oh ja. Vielleicht können wir eines, mal, eines Tages wohl überzeugen, dass er auf Facebook geht. Das wäre cool. Ne? Ja, das stimmt. Ja, gut, nach dem Konzert kann er eh nichts mehr machen. Also das wird von 3 Videokameras aufgenommen, mindestens. Ja, aber ein eigener Account, du weißt, was ich meine. Ein eigener, ach so, ja, das stimmt. Ja, sein Handy liegt bei mir. Der hat ja ein Ding-Handy. Der braucht eigentlich bloß eine neue SIM-Card. Could you sleep? Coverversion von Ben Morrison, White Night.
White Night von Van Morrison, ja. Ah, ja, krass. Oder stimmt das? Ja. There is thing must to complete. When you walk in out on the street. You flying, flying. Cool. Ja, aber die gefallen mir echt. Der ist wirklich Robert Führer. Ach, das ist so cool. Da war heute Volker noch nicht dabei. Da war ich fast Backen war dabei. Zwei, drei Karten sind dabei. Wo kommt ihr? Hier aus der Gegend? Das sind Sachen so, ne? Sinsheim, Schwitzinger. Ja, ja, das ist cool. Volker kommt aus dem Hause, ne? Ja. Nicht nur Klotze, aber schreibe. Wir machen sie jetzt aber auf der Tal, wir gar kein Feedback. Was ist denn los? Wie hieß es immer? Spaß am Montag? Nein, Spaß am Dienstag, gell? Hätte man mal im Auge machen müssen, ne? Ja, Montagsmaler und Spaß am Dienstag, genau. Der Sigi Harreis, gibt's die eigentlich noch? Die Schwester vom Steve Harreis. Vom Steve Harreis. Vom Steve Harreis. Kennt da jemand der Hut viel? Der Hut fällt? Der Hut fällt? Kennst du der Hut fällt? Weißt du ihn von Metallica? Der Hut fällt. Kennt da der Hut fällt? Du nur einfach, das war jetzt geil. Ja, das ist gut. Ich stoppe ihn, bis er bad hat. Aber total. Oder du brauchst sie, genug sie. Also fährt man mit Zeit für Kinder, das spielt im Kinder immer im Sandkasten, ne? Im Quengle. Sagt die, ich bin Barbie-Bub. Dann sagt er, ich bin Ritterburg. Ah. Ich bin Barbie-Haus. Sagt er, ich bin ganz der Schluss. Dann denkt er, aber jetzt geh ich da. Dann sagt er zu der Mädel, und ich habe Schnippelchen und du nicht. Und sagt die, wenn ich groß bin, kann ich so viel Schnippelchen haben, wie ich will. Ja, die kennst du auch. Klassiker von der Band, ne? Oh Mann, ey, ich glaube, ich fahre die Woche noch nach Berlin, ey. Das ist scheißegal. Oh ne, nee, erst welche Kohle wieder. Tatsächlich, genau. Ach, du, wenn jetzt später, wenn man rauskommt und steht, das Ding machen, ne? Der mitkommen, ne? Zeit, ne? Caribbean Dreams. Ach nee, das habe ich nicht mehr. Da habe ich ausverkauft. Ich bin der einzige Zehner Gast in der Karibik. Ja. Meine Ex auch. Hallo, ihr liebe Leute. Bleibt mal wieder Zeit, sich anderen Dingen zu widmen. Sören, Tom und der Inkredible Rogowitzau, Allah, ciao!